Mein Name ist Mirne Sterwischewitsch, ich bin 37, wohne in Zitzers, Kanton Graubünden. Ich bin verheiratet, arbeite bei einer Aufzugsfirma. Sportlich bin ich aktiv und versuche mich fit zu halten. Aber auch trotz dem Sport gibt es gewisse Depots, wo ich halt nicht losgeworden bin. Und ich habe probiert, gewisse Diäten zu machen, aber die Depots, vor allem an der Seite oder die sogenannten Laufhändels, bin ich eigentlich nicht losgeworden. So habe ich mich mal recherchiert im Internet. Dann bin ich auf die Seite von Dr. Linde gestoßen, wo ich einen Beratungstermin vereinbart habe, um mal schauen, was es für Optionen gibt für mich. Und ich muss sagen, im Beratungsgespräch hatte ich ein sehr gutes Gefühl beim Dr. Linde, wo mir auch aufgezeigt hat und auch gesagt hat, dass das Resultat für mich sehr gut sein könnte. Das, was für mich auch sehr wichtig war, dass ich da ein gutes Gefühl habe beim Dr. Linde, dass er ein Mann vom Fach ist und dass das Resultat eigentlich dem entspricht, was ich mir vorstellen würde. Herr Davidovic hat einen super trainierten Körper, aber ihn stört das subkutane Fettgewebe, was hier ist und was er weder durch Diät noch durch weiteren Sport wegbekommt. Und die Liposuktion, die High Definition Liposuktion, ist hier eine gute Möglichkeit, eben die Muskulatur und den Bauch besser zu definieren. Und so zeige ich mir mal ein, was ich nachher vorhabe. Man sieht hier schon die Rektusmuskulatur und wir haben hier in der Mitte üblicherweise im Rektusbereich ein Minus, ein Graben und haben dann hier auch ein Minus und dazwischen haben wir dann das Plus, also die Muskulatur. Und hier werde ich dann die Gräben weiter ausarbeiten, werde hier den gesamten Fettbereich wegnehmen und dann wird es ein schöner Sixpack. Ich bin gerade aus der OP rausgekommen, wie ihr das sehen könnt. Die OP ist eigentlich sehr gut verlaufen. Am Anfang hat man mich ein bisschen informiert, wie der Ablauf ist, was nach der OP auch zu beachten ist. Und danach waren wir eigentlich schnell einmal auf dem OP-Tisch. Und dann sind die ganzen Vorbereitungen stattgefunden worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel verspürt. Vielleicht einmal irgendein so komisches Ziehen am Körper. Aber gross und ganz habe ich mich recht wohl gefühlt. Nach der OP bin ich wieder schnell auf den Beinen gestanden, was mich auch erstaunt hat. Ich habe immer so gedacht, dass man da ein bisschen schwangerlich sein wird. Und ich bin jetzt natürlich bandagiert. Und auf die Ergebnisse, oder die richtigen Ergebnisse, werden sie erst etwa in 6 Monaten ersichtlich sein. Was man geheißen hat, dass es nur etwas Abschwellungen gibt. Aber sonst gross und ganz bin ich eigentlich sehr zufrieden.